Hi. Hi, Hannah. Wir hatten ja versprochen, dass wir dir ein paar Fragen beantworten zu lesbischen Müttern. Zu deiner ersten Frage. Zu vorlesen? Ich will noch mal hören, wie die Frage heißt. Wie erlebt ihr, frauenliebende Mütter, Kindergarten- oder Schulveranstaltungen? Elternabende, Kinder abholen, hinbringen? Wie reagieren andere Kinder oder Eltern darauf? Ja. Ja, wie? Also bei Schulveranstaltungen haben wir bis jetzt keine schlechten Erfahrungen machen können, weil die Leute, mit denen wir Kontakt haben, gerade in Kiras Schule oder mit denen wir halt verkehren, die sind positiv gestimmt und akzeptieren das auch. Und es ist jetzt nicht so, dass wir uns da super präsentieren oder so. Allein schon den Pastor. Ja, genau. Katholische Grundschule, Wir halten katholischer uns da ein bisschen zurück. Kindergarten. Genau. Also keine, also ganz normal. Okay. Frage 2. Gibt es Unterschiede zwischen offener Homosexualität im Dorf und in der Stadt? Also wir wohnen ja auf dem Dorf und wir Die sind gehen. eigentlich schon tolerant, die Leute hier. Die Leute sind schon sehr tolerant hier, obwohl wir im Dorf leben. Ja. Hatten wir anders erwartet, aber die Anzahl steigt hier auf dem Dorf irgendwie. Also andere Mütter mit Kindern haben wir hier jetzt noch nicht auf dem Dorf, aber es gibt noch zwei andere lesbische Paare und wir wissen von einem schwulen Pärchen, das verheiratet ist. Die wohnen um die Ecke, die Alle wohnen irgendwie nur ein, zwei Straßen weiter. Ja, man weiß halt von uns, ne? Ist ja nicht so, dass wir uns verstecken, wenn wir hier irgendwie spazieren gehen oder so. Ob es in der Stadt einfacher ist, Das ist ich schwer zu glaube, sagen, es ja. kommen auch die Leute an. Auch wie man selber, glaube ich, damit offensiv umgeht. Ja. Frage 3. Das ist was für dich. Wie seid ihr überhaupt schwanger geworden? Frühere Beziehung mit einem Mann, Samenspende vom Kumpel mit Hilfe des Arztes. Ja. Also ich bin vorher mit einem Mann zusammen gewesen, also mit Kiras Vater, 7 Jahre, da ist sie halt auch entstanden. Und als Kira dann halt ein Jahr war, habe ich mich dann getrennt. So ist die halt entstanden. Wenn wir uns jetzt entscheiden würden, ob wir noch ein Kind kriegen würden, dann würden wir uns eine anonyme Samenspende. Ja. Viertens, wie lebt ihr selbst euer Lesbischsein vor euren Kindern Aus. aus? Gerade wenn sie kleiner sind. Inwieweit seid ihr da offen oder ist die Partnerin vor den Kindern nur eine Freundin? Ja. Kira Also. versteht es schon, dass wir zusammen sind und dass wir verheiratet sind. Sie war ja auch dabei bei der Hochzeit. Ja, sie wächst immer mehr in diese Sache mit rein. Sagt sogar Mami zu mir und ist eigentlich ganz stolz darauf, dass sie zwei Mamas hat. Also da. Das sagt sie auch ganz offen und ja. Kann man sich nicht Ja, ist, beschweren. hat sogar schon zu einer anderen Mutter gesagt, das ist cool, ich habe zwei Mamas. Ja. Ja. Fünftens. Kannst du schön lesen. Ich kann so schön lesen. Das Einzige, was wir wohl nicht machen, ist so intensiv vor Kira küssen. Mein Küsschen ja, aber nicht. Dieses Abschlabbern oder Das sowas. wollen wir aus Prinzip einfach nicht. Das. Hat was mit Anstand zu tun, sind wir der Meinung. Das wollten wir bei unseren Eltern, glaube ich, auch nicht unbedingt sehen. Ja. Und deswegen halten wir uns da ein wenig zurück. Ja. Fünftens, wie gehen eure Kinder damit um, wenn sie alt genug sind, zu verstehen, Mama liebt eine Frau oder Papa liebt einen Mann?
Wir hoffen, dass sie gut damit umgeht und es irgendwann richtig realisiert, was es bedeutet und ja, wie andere Menschen da auch mit umgehen, was nicht so schön ist. Ja, das, was wir versuchen, wir versuchen sie halt sehr tolerant zu erziehen, allen Lebensformen gegenüber, egal ob irgendwie ja, Lebensform, Lebensweise, Religion oder sonst irgendwas. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und dass wir auch nichts verschönern. Wir führen öfters Gespräche mit ihr, wo wir natürlich sagen, dass es immer Leute geben wird, die es nicht so toll finden oder verstehen. Aber dass jeder sein Leben so leben soll, wie er meint, glücklich zu sein. Und sie genau das Recht später hat, sich zu entscheiden, für welchen Weg sie sich entscheidet. Und dass wir sie auf jeden Fall unterstützen werden. Ja. In Fall 6. Werden eure Kinder Lola. Hunde so ein Schimpfen. Ich kriege nicht genug Aufmerksamkeit. Das hört sich gut. Werden eure Kinder von anderen gecancelt, weil sie zwei Mütter haben? Ja, kommt schon mal vor. Hat sie jetzt des Öfteren erzählt, in der Schule werden wohl auch immer dieselben, meistens sind das Jungs, die schon mal sagen, ah, du hast ja zwei Mütter und geht das überhaupt? Und, ja. Deine Mama ist ja lesbisch. Wir versuchen natürlich das so zu nehmen, dass es nicht unbedingt ein Schimpfwort ist. Ich meine, irgendwo ist ja auch eine Tatsache. Ja, nicht so schlecht. Ist ja auch irgendwo eine Tatsache. Wie gesagt, wir versuchen sie in der Form zu unterstützen, dass wir ihr so ein bisschen auch Formen geben, wie sie sich verhalten kann in solchen Situationen, was sie sagen kann. Und sollte sie mit einer Situation überfordert sein, wenn zu viele Fragen kämen von Kinderseite aus, dann kann sie ruhig den Kindern sagen, dann frag doch meine Mama. Mamas. Ja. Aber bis jetzt ist es eigentlich noch im Rahmen. Ja. Nichts Dramatisches. Was passiert. Sie hat keinen Schaden davon getragen. Nummer 7. Hallo, ja, du gehörst auch dazu. Wenn ihr eure Kinder aus einer vorherigen Beziehung mit einem Mann oder auch aus einer Samtspende oder Geschlechtsverkehr mit einem Mann haben solltet und ihr den Mann kennt, wie handhabt ihr das mit dem Sorgerecht? Sind die Kinder mal beim Papa, mal bei den Müttern oder wie läuft das ab? Ja. Was bist du denn dran? Also dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt Kiras Geburt noch mit dem Vater zusammen war, ist natürlich das geteilte Sorgerecht da. Das heißt, sie sieht auch ihren Vater jedes Wochenende und er hat das eigentlich ganz gut aufgefasst und akzeptiert und ja, wir pflegen ein relativ freundschaftliches Verhältnis. Natürlich gibt es schon mal Reibereien in Bezug auf Erziehung und so weiter, aber ich glaube, das gibt es überall. Es hat nichts mit der Lebensform von uns jetzt zu tun. Was sagt man denn Wochenende? Bis jedes Wochenende da ist. Ja, also jedes zweite Wochenende ist sie halt von freitags bis sonntags bei ihm. Und im Moment ist es halt so, dass das Wochenende dazwischen, dass er sie einen Tag sieht, allerdings nicht über Nacht, entweder Samstag oder Sonntag halt von morgens bis abends. Und wenn besondere Dinge sind, dann sprechen wir uns gegeneinander ab. Wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendeine Veranstaltung ist, wo er sie gerne hätte, wo er sie gerne dabei hätte und so weiter, dann können wir da schon vernünftig drüber sprechen. Wie gesagt, es gibt halt Situationen, wo es nicht so einfach ist, aber so kommen wir halt gut. Es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein, ja. So, kommen wir zur letzten Frage. Welche Erfahrungen habt ihr mit Kindern im Krankenhaus? Durften die zwei Mütter, wie die leiblichen Eltern, die dazu zum Kind, durftet ihr auf die Intensivstation? Durftet ihr beim Kind übernachten? Wie war es mit Auskünften über das Kind? Ja, ich hatte jetzt in den 3 Jahren keine Situation, wo Kira im Krankenhaus war.
Wir haben allerdings eine Vollmacht aufsetzen lassen für mich, wo ich ein gewisses Mitspracherecht habe, was Schule angeht und auch Krankheitsfälle, dass ich halt Auskunft bekomme. Und dass du Entscheidungen treffen darfst zum Wohle des Kindes. Falls ihr beide nicht zugänglich seid. Genau. Schweineteuer. Kostet viel Geld, ja. Aber das tut man nicht alles. Ja. Und dann nur, um da einen Stempel vom Notar drunter zu haben. Und ja. Ja, vielleicht ist es ja mal notwendig, man weiß es ja nicht. Kann ja. Okay. Gut. Dann verabschieden wir uns jetzt damit. Ja, wir hoffen, wir haben damit ein bisschen Aufklärung leisten, ein bisschen Hilfe. Da sind ja auch noch andere nette Mütter mit Kindern, die Antworten geben und tschüss.